Und da nehme ich mir halt auch sehr viel Sicherheit her, zu wissen, was OMT-Touch bewirken kann. Und ne, also das ist es noch nicht alleine. Es ist tatsächlich immer noch viel mehr da drin. Es nimmt den Schmerz, wie gesagt, es regt den Kreislauf an, es wirkt auf alle Organe. Es hilft eben wirklich auch bei menschlichen Koliken, also bei jeglicher Form von Bauchschmerzen, ist es ein Mittel der Wahl. Es hilft unglaublich vielen Leuten bei Kopfschmerzen, weil gerade dieses nach außen, ein bisschen nach außen und oben ziehen der Ohren befreit auch oft das Kiefergelenk und auch das Genick, sodass viele dadurch auch Kopfschmerzen verlieren, weil manche haben Kopfschmerzen, weil sie die Zähne zusammenbeißen. Auch da wirkt es drauf. Es hat Einfluss auf das kraniale System. Und es hat natürlich auch Einfluss auf Parasympathikus und Sympathikus, also auf das limbische System. Das heißt, es wirkt auch beruhigend. Das ist schon mal so eine grundsätzlich gute Geschichte. Also wenn man irgendwo ist und ist nervös, ist für viele OMT-Touch eine sehr effektive Maßnahme. Manche Leute tun das auch ganz unbewusst und viele Kinder spielen sich an den Ohren. Also man hat ja, es ist ja nicht so, dass diese Punkte jetzt erst aufgetaucht sind, sondern man nutzt die manchmal ganz unbewusst und wir benutzen sie eben jetzt sehr bewusst und haben einfach auch, ne, Gründe für diese vier Striche, die wir da machen, diese Punkte zu berühren. Das sind einfach Punkte, von denen man weiß zum Teil, dass sie nochmal spezielle Wirkung haben, deswegen beziehen wir die mit ein. Eben zum Teil aus der Akupunktur kommende oder andere Punkte, die halt Zustimmungen im Körper haben. Also man macht es einfach nur bewusst und man macht es halt gezielt. Aber wenn man wirklich mal guckt, gerade wie gesagt, bei Kindern sieht man oft, dass die, oder bei anderen auch, dass die so ganz von sich aus an Ohren streichen. Man weiß es halt nur nicht. Man wusste nicht, dass man es tut. Vielleicht benutzen es sogar einige von euch und sind sich einfach nur nicht dessen bewusst. Es kann auch anregend wirken. Also zum Beispiel, wenn einem kalt ist, jetzt im Winter, kann man mit etwas schnellerer, rhythmischer Ohrenarbeit, kann man machen, dass es einem wärmer wird. Bei langen Autofahren oder bei Konzentrationsverlust, ne, bei sowas kann man das auch, kann man das eben auch machen. Man wird wieder wacher, man wird wieder aufnahmefähiger. Funktioniert also auch sehr, sehr gut, gerade wenn man nicht in der Lage ist, sich zu bewegen, wie zum Beispiel bei einer Autofahrt, kann man das auch wunderbar anwenden. Fällt mir noch was ein zum Ohr? Also ihr merkt schon, das Ohr an sich ist schon eine ziemlich geniale Sache. Ah ja, was Linda immer noch sagt, was total wichtig ist, ist eben, ihr kennt das bestimmt, wenn man zum Beispiel an einem großen Buffet saß und hat richtig gut gegessen, dann ist es auch sehr sinnvoll, danach ein bisschen die Ohren auszustreichen, weil dann geht das Dessert auch noch rein. Das ist immer der ganz besondere Tipp von Lindas. Das ist das erste der magischen drei. Die Ohrentouches sind die ersten.